Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part hier im Vetanierwald Pokémon Feuerrot. Und zwar muss ich das jetzt leider wieder übernehmen, weil die restlichen nicht mehr so viel Interesse an diesem Spiel scheinbar gefunden haben oder jetzt schon die Lust an Pokémon verloren haben. Da frage ich mich, wie geht das überhaupt? Lust an Pokémon verlieren? Ich meine, oldschool überhaupt. Also, gehen wir jetzt erstmal unsere Pokémon heilen und machen dann weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, indem wir noch unsere Pokémon fangen, die wir benötigen. Wenn wir jetzt gleich mal in Pokédex gucken, werden wir, glaube ich, sehen, dass dort noch sowas wie Raupi und sowas fehlt. Und ja, das werden wir uns natürlich noch alles fangen. Ich meine, bisher haben wir ja jedes Pokémon gefangen. Oh nein, haben wir Nidoran? Haben wir einen Nidoran? Ich glaube, wir haben keinen Nidoran. Pokédex gesehen, 8 gefangen, 6. Au. Oh. Das ist gar nicht gut. Gesehen haben wir Glumanda, Shigi, das ist okay, Raupi, Hornyu haben wir noch nicht gefangen. Und wir haben noch kein Nidoran gesehen, ist das richtig? Ja, wir haben noch kein Nidoran gesehen. Oh, das ist schlecht. Ja, ich liebe die Oldschool-Musik von Pokémon. Dann fangen wir uns doch jetzt mal ein Nidoran. Ich denke, ich werde ein männliches nehmen, das dürfte reichen. Ich weiß gar nicht, reicht das fürs Pokédex? Nein, ich glaube nicht. Also müssen wir beide versuchen zu kriegen. Dann schauen wir mal, wie viele Pokébälle wir noch haben. Und dann schauen wir mal, was machbar ist, ne? Jo, danke. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, ich hoffe, so schnell dauert das wieder nicht, dass ich vorbeikommen muss, ne? Also, Beutel. Wir haben noch 8 Pokébälle. Und wir wollen uns ein Nidoran männlich und ein Nidoran weiblich fangen. Kannst du uns Tipps geben? Ey, du da. Diese Pokebälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Ja, ich weiß. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ja. Das war jetzt nicht wirklich ein Tipp, aber ja, es ist wirklich toll, dass man das tun kann. Ich meine, das macht Pokémon aus. Sonst wäre Pokémon nicht Pokémon. Aber egal. Suchen wir uns also ein Nidoran. Ich werde das nicht irgendwie abkürzen durch Screen, also einfach zusammenschneiden oder ähnlichem. Wir werden einfach hier Glumanda gemeinsam trainieren. Wem die Parts halt zu langweilig sind, können sie überspringen. Ich schreibe immer in der Description halt dazu, was ich gerade mache. Also, was genau wir geschafft haben in der Folge und ja. Oder warte mal, habe ich nicht gesagt, wir wollen wegen dem Nidoran bei Mamoria City gucken? Ja, ich glaube schon, ne? Stimmt. Na gut, unser Christoph bzw. Glumanda ist jetzt Stufe 12. Und ja, den gehen wir doch mal los. Jetzt hätte ich beinahe schon unseren Plan vergessen. Oh Mann. Ist lang her, 3 Tage. Ich werde auch immer älter. Mit meinen 19 Jahren jetzt. Und ja, da kann man schon mal vergesslich sein. Ja. Pokémon-Musik. Was sagst du zu der Pokémon-Musik? Du gehst in den Vetanierwald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Ja, gut, das hat jetzt nicht viel mit unserer Musik zu tun. Oder liegt es vielleicht doch an dieser Musik? Naja, es könnte sein. Egal, schauen wir mal. Also, erstmal wollen wir ja ein Hornyu, genau. Damit wir unser Pokédex schön erweitern können, setzen wir erstmal Kratzer ein. Ich hoffe, das reicht. Ja, sehr schön, das passt doch. Perfekt, perfekt, perfekt. Glumanda, du bist einfach nur genial. So, dann werfen wir jetzt unseren Pokéball. Und wieder wie früher. A und B, A und B, A und B. Na, komm. Bleib drin. Okay, sehr schön. Toll, Hornyu wurde gefangen. Für Hornyu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Jo, möchtest du dem Hornyu einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Und wurde in die Box 1 abgelegt. So, wie sieht unser Pokédex jetzt aus? 8 gesehen, 7 gefangen, das 8. ist Shigi. Perfekt, passt doch. Ich meine, besser kann es nicht mehr laufen. Und dann gehen wir jetzt mal weiter in Richtung Mamoria City.
Wir nehmen jetzt einfach die ganzen Käfer-Pokémon, die hier rumlaufen, mit für unser Glumanda. Einfach immer mal Glut einsetzen. Das ist dann eh in einem Zug zu Ende und Erfahrungspunkte bringt es ja auch. So ist es ja nicht. Von daher gehen wir doch mal weiter. Ich gehe gerne durch Gras, weil ich immer noch auf ein Pikachu warte. Und ich meine, das ist hier auch immerhin noch irgendwo. Und ja, das gehört halt dazu. Pikachu, Pflicht. Oldschool Pokémon Number One. Ich meine, man sagt nur gelbe Edition, ne? Also wandern wir hier erstmal direkt weiter. Und ich glaube, den haben wir noch nicht besiegt. Genau. Hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Ich stehe mich nicht davon. Ich bin dir so entgegengelaufen. Freundlich genug vor mir. Also. Hornio wird von Käfersammler Eusebius. Oh Gott, ich meine. Wie kann man sein Kind nur so nennen? Oh Mann, der Junge tut mir leid. Da habe ich es mit Marcel ja noch richtig gut getroffen. Naja. Ja. Wie ich schon sagte, Käfer-Pokémon gegen Feuer-Pokémon. Das hat ja Manele in dem einen Part durch den Helfer gut erklärt. Sehr effizient. Feuer gegen, naja, Käfer- bzw. Pflanzen-Pokémon, ne? Die brennen halt schnell. Und ziemlich gut, muss man sagen. Ja, ich denke mal, nach dem Kokuna sind wir dann jetzt auch Level 13. Das heißt, wir dürfen uns darüber freuen, dass wir Metallklaue erlernen. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich hoffe, das stimmt. Ich sage jetzt nichts Falsches. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen was her. Christoph erreicht Level 13. Christoph erlernt Metallklaue. Jo, perfekt. Das brauchen wir auch für Rocco. Sonst wird das nämlich ziemlich schwierig. Und er hat kein kampfbereites Pokémon mehr. Danke, das weiß ich jetzt auch. Tipps für Trainer, du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Ja, das könnten wir mal machen. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Item, oder? War ja noch irgendwo ein Item? Oder lag das einfach so herum? Ich laufe hier gerade schrittweise mal entlang. Dann nehme ich an, hat das Manele vielleicht schon eingesammelt. Bin mir da nicht sicher. Und wir machen einfach den nächsten Trainer. Ist wieder nur ein Käfersammler oder Käfer-Pokémon-Trainer, wie auch immer er sich schimpfen lässt. Ah, Käfersammler. Okay. Und diesmal ist er Emil. Ja, gut. Das klingt schon mal besser als Eusebius. Und ich hoffe mal, ein Kratzer reicht auch. Nein, das war dann ein bisschen zu übertrieben. Reicht es jetzt? Ja, jetzt reicht's. Zwei Kratzer, dann fallen aus Level 7 nach Raupis. Was ich nicht verstehe dabei. Ich meine, das ist Raupis Level 7 von ihm, aber er hat kein Saftkorn. Das ist sogar Level 8 und er hat trotzdem kein Saftkorn. Ich meine, Raupi wird auf Level 7 zu Saftkorn. Und ja, warum lässt man es nicht einfach weiterentwickeln? Ja, ja, die Logik halt. Da hat die Logik leider nicht gesiegt. Richtig, hast du gut erkannt. So, dann schauen wir hier mal weiter und laufen und laufen und laufen. Das wird besser, wenn wir die Turbo-Treter haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann sehen wir jetzt hier wieder eine Raupi. Weiblich sogar. Das ist das Schöne bei Pokémon Feuerrot hin zu Rot, dass es hier halt mehr Geschlechter gibt. Und nicht nur Nidoran männlich, Nidoran weiblich. Ich hoffe mal, das wird jetzt hier noch was. Am besten schaffen wir das hier noch in diesem Part. Durch den Verdania-Wald. Ja, sehr schön. Keine Pokémon. Und du, Trainer? Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ja, ihr wisst das scheinbar nicht, wenn ihr einen Raupi auf Level 7 habt und es kein Saftkorn ist. Oh! Ich korrigiere mich bei dir. Gratulation. Einer, der es erkannt hat. Und scheinbar auch rechtzeitig. Level 7 sogar direkt. Und daran steigern wir jetzt direkt unsere Level. Schade, dass er nicht mehr dazu kam, Härtner einzusetzen. Aber wir freuen uns jetzt einfach über ein zweites Level Up in dieser Folge. Und ja. Also wir werden dieses Spiel auf jeden Fall bis zum Ende durchspielen. Das heißt, Samt Top 4.
Das heißt, es kann ab, über was weiß ich wie viele Folgen gehen. Ich schätze mal so 50 bis 70 Folgen. Und ja. Ich hoffe, ich red nicht zu viel Müll, zu schnell oder ähnliches. Und ihr habt einfach Spaß dran, zuzuschauen, wie Saftkorns niedergebrutzelt werden. Von unserem Glumanda. Welches sich übrigens in zwei Level, glaube ich, entwickelt. Dann haben wir nämlich ein Glutexo. Spieler besiegt Käfersammler Hilmar. Okay. Na dann. Ich sag ja, einfallsreiche Namen. Wirklich. Dann. Nein. Ich wollte doch diesen Abschnitt ohne nochmal Pokémon zu begegnen. Wenn es zumindest ein Pikachu wäre. Oder eine Tauboga. Oder war Tauboga nur bei Rot, Blau und Gelb? Bin mir nicht sicher. Egal. Wir erhalten erstmal wieder 30 Erfahrungspunkte und freuen uns darüber, dass wir jetzt hoffentlich mal keinem Pokémon begegnen, sondern noch dieses Item hier einsammeln. Das ist, glaube ich, ein Pokéball, oder? Nein, ein Trank. Okay. Ich glaube, ich sollte das Raten lieber sein lassen. Das bringt eh nichts. Aber was ich noch habe, ist... Na, ich wollte gerade das nächste Item holen, das zeige ich euch auch gleich. Perfekt! Oh, ist das nicht göttlich? Da haben wir es doch. Das nächste Pokémon. Wir versuchen es direkt mit dem Pokéball. Ich glaube zwar nicht, dass das wird, aber ein Kratzer wird das Pikachu direkt umbringen und das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Und wow. Wow. Ich glaube, unser Pokédex zu füllen, das wird einfacher als einem Kind einen Lolli wegzunehmen. Pikachu, es hat kleine Backentaschen, die mit Elektrizität gefüllt sind. Bei Gefahr lädt es sie. Möchtest du dem Pikachu einen Spitznamen geben? Ich nenne das Pikachu jetzt einfach mal... Nee. Weil einfach... weil wegen ist so. Und so. Ist so gibt's hier übrigens, glaube ich, nicht. Aber wir freuen uns erstmal über dieses Item hier. Noch einen Trank. Und jetzt freuen wir uns noch über unseren letzten Trainerkampf, den wir hoffentlich jetzt noch schaffen. Ja, klar. Wir haben noch 2,5 Minuten. Das passt schon. Also, wieder ein Käfersammler, der uns irgendwie was erzählen möchte. Ich bin gespannt, was er uns erzählt, nachdem wir sein Hornju verbrannt haben. Welches nicht mal ein... So, was entwickelt sich Hornju nochmal? Kukuna, ne? Ja, genau, Kukuna. Ich meine, das ist ja wohl Pflicht, oder? Er ist ein Level vor Bibor. Muss man doch machen, sowas. Egal. So, was sagt unser Pokédex? Unser Pokédex sagt, dass wir 11 Pokémon gesehen haben und nur 8 gefangen. Das liegt jetzt an Kukuna und Saftkorn. Und ja, das holen wir auf jeden Fall nach. Das ist jetzt nicht das Problem. Ajo, jetzt sind wir in Mamoria City und die letzte Zeit suchen wir jetzt noch schnell Nidoran. Ich hoffe, das wird was. Ich meine, sowas kann man immer gebrauchen. Und kein Radfratz. Was will ich mit einem Radfratz? Ja, ich betone das immer so gerne, weil viele sagen ja, wie ich schon mal erwähnte, Ratzfratz. Dabei steht halt oben einfach nur TT. Kein Z. Von daher hoffen wir einfach mal, dass wir hier ein Nidoran finden. Weil das fehlt uns ja wirklich noch. Ein Taubsi haben wir natürlich. Das ist ein Pflicht-Pokémon. Auch das erledigen wir kurz, weil Erfahrungspunkte sind immer gut zu gebrauchen. Schaden kann es nicht. Ich möchte auch nicht schneiden oder sowas. Das ist einfach unnötig. Es verkürzt zwar das Let's Play, aber ich meine, das ist doch gerade das Schöne, das Suchen dieser Pokémon. Man will alle Pokémon finden. Gut, es wird zwar nicht möglich sein, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Einfach so, dass man mehr Pokémon fängt. Ich finde, das gehört einfach zu Pokémon dazu. Und nicht nur einfach durchrennen und alle Arena-Orden machen. Ja, ja, aber das mit dem Nidoran lässt scheinbar auf sich warten. Ich denke mal, ich werde das dann vielleicht doch offscreen fangen. Ich werde mal schauen, was daraus wird. Weil wenn das jetzt in den nächsten 2 Pokémon nicht auftaucht, bringt es auch nichts. Das dann wirklich jetzt über 2 Episoden lang zu suchen. Das können wir bei legendären Pokémon machen, wenn wir so 2 Episoden lang versuchen, mit Hyperbällen zu fangen. Wie so gewisse andere Leute. Ich hoffe, wir können das dann schneller. Aber, ja. Wir freuen uns jetzt noch kurz über Level 15.
Und ja, das Nidoran suche ich dann offscreen. Man sieht sich, Leute. Ciao.